Hi Leute, das folgende Video ist vor 7 Monaten entstanden, beziehungsweise sind zumindest die ganzen Videoausschnitte vom Oktober 2017 und das wird euch auch gleich schon relativ schnell auffallen, weil da der Jürgen noch anders war. Wer das jetzt mit dem Jürgen nicht versteht, der sollte sich definitiv mein letztes FAQ angucken. Das Ganze ist jetzt 7 Monate her, weil es halt diese riesige JBB-Pause gibt und das Video handelt halt vom Musikvideo von Drino und Drinos Musikvideo kommt ja morgen, also die JBB-Runde gegen Mechas und das Ganze wurde halt im Oktober gedreht. Kurz vor Halloween. Und in diesen 7 Monaten ist fucking viel passiert in meinem Privatleben. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe jetzt so ganz einheitlich auch dieselbe Jacke angezogen, wie ich sie gleich im folgenden Video haben werde. Und mir fällt auch gerade ein, ich war da sogar noch 16. Da war ich noch der 16-jährige Julian, jetzt bin ich 17. Das ändert was. Nee, aber ich wollte auf jeden Fall Bescheid sagen, dass das Video schon relativ alt ist und am Ende des Videos werde ich dann nochmal eine kleine Story erzählen, die ich leider nicht aufnehmen konnte. Deswegen viel Spaß jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Cooles dabei war. Vielleicht ist es auch total scheiße, aber ist auch egal. Gucken wir mal rein. Wir sehen uns dann einfach mal am Ende wieder. Jo Leute und willkommen zu diesem Video etwas anderer Art und zwar einen Vlog, wenn man das so möchte. Und zwar sind wir hier gerade in Köln, also ihr seht schon im Hintergrund, ich bin in einem Hotel hier, bin mit ein paar Freunden hier, sag mal hi. Hi. Ja, und wir chillen jetzt halt hier ein paar Tage, also bis zum 31. bleibe ich hier und wir haben jetzt gerade Samstag, den 27. Und ja, heute wird ein JBB-Video gedreht und zwar die Runde von Drino gegen Mechas. Und ich habe mich ein bisschen mit Drino verständigt und habe mal gefragt, so wie es aussieht. Auf jeden Fall wurde ich da jetzt mehr oder weniger so ein bisschen eingeladen und ja. Beziehungsweise ob ich mich jetzt selbst eingeladen habe oder ob ich eingeladen wurde, das sei mal so dahingestellt. Aber auf jeden Fall bin ich heute am Start. Alien und Scepter sind auch am Dreh dabei. Und ja, ich dachte mir einfach mal, da könnte man ganz coole Aufnahmen hinbekommen. Und ja, ich denke, das könnte ganz interessant werden. Ihr seht schon, ich bin, was an Moderation angeht, nicht sonderlich sortiert. Aber ja, ich denke mal, es ist angekommen, was angekommen werden musste. Verdammt. Sein sollte. Ja. Aber ja, ich denke mal, es ist angekommen, was angekommen sein sollte. Das war richtig, oder? Ja. Das war richtig. Und ja, dann sehen wir uns einfach nachher bei den Drehaufnahmen, würde ich sagen. Viel Spaß. Viel Spaß, Leute. Seht ihr diesen wunderschönen Zwiebelkopf, Leute? So, jetzt dürft ihr. Ja, Mann, Killer, ich muss wieder performen. Oh, der schlägt ihn gleich. Ich würde gerne ein Maßband und einen Hals hängen. Seht ihr das wirklich? Ihr könnt euch auch küssen. Ihr könnt euch auch küssen, so ist es nicht so, ne? Okay. Hast du jetzt ein Bild oder müssen wir jetzt noch weiter hier rum? Nee, ich mach ein Video. Achso, was geht ab? Wann willst du eigentlich mal dabben in meinem Video? Ich werde mit einer Kamera verfolgt, was? Wann willst du eigentlich mal dabben hier im Video? Pro Klicks? Sehr gut. So, du kriegst deine Klicks. So, das war's mit dem Video, aber es gab noch eine kleine Story, die ich nicht mehr aufnehmen konnte. Ich hatte noch was ganz kurz mit dem Handy gefilmt, und zwar das hier. Es hängt halt davon ab, weil ich hätte zum Beispiel, ich hatte davor ein Zimmer, weil... Ja, ist auf jeden Fall gut gelaufen hier. Das Ding ist halt... Ja, da hinten stand die Polizei. Tatsächlich kam während des Musikvideos mal eben die Polizei um die Ecke. Und ja, wir hatten relativ Glück, würde ich sagen, an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob die am Ende nochmal wiederkam. Ich hoffe nicht, weil ich bin etwas früher gegangen als die anderen. Aber auf jeden Fall, während des Musikvideos, weil wir da halt in einem Tunnel gedreht haben in Köln, kam halt einfach mal die Polizei um die Ecke. Wir ganz vorbildlich waren natürlich auch erst ein paar Minuten da, auf keinen Fall deutlich länger oder sowas. Wir waren da erst ein paar Minuten und haben denen dann auch versichert, dass wir da gleich relativ schnell weg sind. Und die haben dann halt da mit Drino noch ein bisschen geredet. Ich glaube, die haben sogar den ganz kurz den Ausweis
heißt eingesackt. Ich weiß es nicht, wieso habe ich gerade eingesackt gesagt, oh mein Gott. Aber auf jeden Fall war die Polizei da und es war ganz witzig. Ich dachte, ich kann da noch mehr zu erzählen, aber ja. Es ist 7 Monate her, okay, ich weiß das nicht mehr alles. Aber ja, Leute, das war's mit dem Video. Morgen kommt dann der erste Eindruck zu Drino vs. Mechas. Ihr könnt ja gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall wie immer freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.